Warnung! Es könnten Spurenelemente von Langeweile enthalten sein. Moin meine Freunde des magischen Mystischen, willkommen zurück zum nächsten Part von Europe Empire 2027, mittlerweile im Jahr 2029. Und in diesem Part passiert aber wie immer nichts. Also daher könnt ihr ausschalten, aber nein, bleibt natürlich dran. Bloß nicht ausschalten, bitte nicht. Lasst einfach lieber ein Like und ein Abo da, das könnt ihr gerne machen, würde mich super freuen. Wir gehen einfach direkt wieder rein mit der Schweiz, wie immer, hier Vereinte Nation, bla. Juckt uns alles nicht. Wir werden immer, ich glaube diesmal sparen wir mal ein bisschen Geld, wir versuchen diesmal ein bisschen Geld zu sparen und uns ein bisschen mehr zu kaufen auf einmal, nicht mehr so diese kleinen komischen Einkäufe, das bringt uns auch nichts. Kommt zwar vielleicht am Ende auch selber hinaus, aber kann man zumindest auf jeden Fall einen großen Einkauf tätigen, muss man nicht so oft immer so viel klicken. Ihr könnt wie immer gucken, was hier so abgeht, hier bei Beziehungen. Da könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn es euch interessiert. Habe ich auch was zu erzählen? Nicht wirklich, also was habe ich heute gemacht? Heute habe ich noch nichts gemacht, bis auf, dass ich Bürgermeister wählen war. Bei uns ist Bürgermeisterwahl heute gewesen, ich war wählen, wie ein normaler Mensch das macht, so ein einigermaßen normaler Mensch. Ja, und mehr habe ich eigentlich auch gar nichts zu erzählen. Ich habe mir leider kein Thema für diese Folge rausgesucht, was ich thematisieren kann. Wenn ihr da Themen habt, in denen ich in den zukünftigen Europe Empire Folgen mal sprechen soll, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde gucken, ob mir das Thema einigermaßen zusagt. Werde mich dann natürlich auch darüber informieren über das Thema, damit ich keinen Schwachsinn laber oder sowas. Falls ich das, also mich mit dem Thema jetzt nicht auskenne oder sowas. Sonst, kann ich euch auch was anderes jetzt erzählen, weil ich halt kein direktes Thema mir rausgesucht habe. Irgendwas, was momentan aktuell ist oder sowas. Im letzten Part habe ich, glaube ich, über FIFA geredet, über FIFA 20. Falsches Ding, tote Hirn. Und zwar, ich mache ja dieses Jahr meinen Realschulabschluss, so. Und, da war die Sache so lange Zeit, wir müssen halt eine Projektprüfung machen, ne? Das kennt man ja, so mit PowerPoint und dann so 35.000 Seiten lang und, ne. Das Problem ist halt, wir müssen die in Gruppen machen. Also nicht Einzelprojektarbeit, sondern in Gruppen. Mindestens zwei Personen, wobei das eigentlich auch schon wenig ist, sagt unsere Lehrerin. Ich hatte lange Zeit keine Gruppe. Alle waren irgendwie eigentlich so mehr oder weniger eingeteilt in Gruppen. Nur ich nicht, weil mich mag irgendwie keiner. Also habe ich das so Gefühl. Also klassisch ein paar Leute, die mögen mich so ein bisschen, aber... Oh, Albanien und Schweden fangen Krieg an. Oh. Aber wir enthalten uns. Das juckt uns einfach nicht. Und niemand hat jetzt mit mir eine Gruppe gemacht und sowas und ich hatte auch kein wirkliches Thema jetzt, was ich machen möchte. So am Anfang zumindest noch nicht. Nachher dann hatte ich dann so ein Thema, wo ich mir dachte, so, okay, da hab ich Bock drauf und zwar hatte ich Bock auf Fußball als Thema. Und zwar auf die Fußballgeschichte, also halt von Beginn vom Fußballprinzip, wo hat das ungefähr angefangen, so, ne? Was sind so die ältesten Fußballvereine, bis hin halt zu wichtigen historischen Ereignissen, das Wunder von Bern, die Goldene Elf, das Spiel des Jahrhunderts, natürlich auch der WM-Sieg 2014, ne? Das Tor von Mario Götze und sowas. Bis ich dann, wir hatten noch eine Gruppe noch, die bestand aus recht vielen Leuten, die war 5 oder 6 Leute. Da waren aber auch 2 drin in der Gruppe, wo auch meine Lehrerin Bedenken hatte bei dem Thema. Es ging um den 7-jährigen Krieg. Und die beiden, die da drin waren, die ich meine, waren 2 von denen, die einfach keinen Bock haben, überhaupt irgendwas zu machen. Die Hoffnung hatten, dass der andere aus der Gruppe, der etwas intelligenter ist und auch mehr in diesem Thema drin steckt, der ist so sehr, sehr fixiert, was so Krieg und sowas angeht. Und alle gehen auf, Albanien zerstört viele Militärische, okay. Gucken wir uns immer auch mal an hier, damit ihr das gesehen habt, weil ihr das sehen wollt, bla bla bla. Die waren da auch mit drin halt. Aber die haben keine Ahnung von dem Thema so, gar nicht. Und es geht natürlich auch rum in der Projektprüfung, dass man so viel wie möglich spricht, natürlich auch so viel wie möglich frei natürlich. Und das geht natürlich nur bei Themen, wo man sich wirklich viel interessiert. Deswegen hatte meine Lehrerin Bedenken halt, sie ja da reinzustopfen, aber sie kann ja gegen die Entscheidung an sich nichts tun. Die kann sie ja jetzt nicht zwingen,
in eine andere Gruppe zu gehen oder sowas. Bis ich halt irgendwann auf die Idee kam, und dann kam es irgendwie dazu, dass ich mit dem einen geredet habe, und dann kam es dazu, dass er dann meinte, okay, weil er ja auch Fußball, weil er auch Fußball mag, dass wir jetzt zusammen, zu zweit, das Thema halt angehen. Und zusammen halt jetzt Polartechnik in Albanien, okay. Also das zusammen angehen und dieses Thema jetzt zusammen als Zweiergruppe bearbeiten im Prinzip. Schwedien erobert Albanien. Okay. Alles klar. Monatlich Millionen haben wir mittlerweile. Das ist ja mal geil. Da können wir mal ein bisschen was einkaufen für. So. Militärindustrie mal ein bisschen. Die Truppen wollen wir natürlich auch verstärken. Die Drohnen auch. Wir wollen ja nicht komplett unterlegen sein. Dass, wenn wir angegriffen werden, mal, dass wir, ne, nicht total unterlegen sind. Aber daher, dass wir eigentlich niemandem Grund dazu geben, uns anzugreifen, weil wir ja gar nichts tun, sollte das wohl nicht so schlimm sein hier. Ein Problem habe ich natürlich, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, welches Let's Play halt nach dem jetzt hier kommt. Nach dieser Staffel im Prinzip, weil ich ja immer was auch dazwischen machen möchte und ich bin mir gar nicht ganz sicher, was ich dazwischen noch bringe jetzt gerade. Und ich weiß nicht, wie schnell es jetzt endet. Das kann ja ganz plötzlich auf einmal vorbei sein und dann muss ich natürlich wissen, was ich mache, ne? Weil da muss ich ja alles fertig machen für. Also, ne, ich muss überlegen, wie die Thumbnails jetzt aussehen sollen. Ich muss mir auch überlegen, wie, ja, so natürlich muss ich Videobeschreibungen und Text schreiben. Ich muss ja ganz viel da machen, das ist echt viel Arbeit, das glaubt man fast nicht. Und deswegen, da muss ich natürlich jetzt schon mal anfangen, jetzt zu überlegen. Na, sagt, wenn ihr Spiele habt, die ich auf dem Handy spielen kann, also entweder Handyspiele oder Spiele, die ich mit einem Emulator spielen kann, also Game Boy, NES, SNES. N64 ist momentan noch ein bisschen schwierig, geht aber theoretisch auch, aber eher noch nicht. Dann könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Klar, Handyspiele gehen auch, aber Handyspiele am besten, die einen Sinn haben, so als Let's Play. Jetzt nicht sowas wie Flappy Bird oder sowas, weißt du, wo man halt kein richtiges fortlaufendes Spiel hat. Weil hier habe ich jetzt ein fortlaufendes Spiel. Da kann ich jetzt Parts machen, das baut aufeinander auf. Oder so, ich brauche halt ein Spiel mit Story so ein bisschen. Mit Story oder halt zumindest, ne, wo man halt eben ein Spiel hat, was aufeinander auf sich aufbaut, so. Das ist das Wichtige. Aber sonst könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann natürlich nie versprechen, dass ich das noch wirklich spiele oder so. Aber ich gucke es mir zumindest an. Also, das habe ich versprochen, dass ich mir auf jeden Fall angucke. Wenn jetzt jemand reinschreibt, Mario, Super Mario World, dann kann ich halt nur sagen, nein, das wird noch nicht kommen. Weil ich habe jetzt auf meinem Kanal Super Mario Bros. Bis jetzt gespielt, also den allerersten Teil auf dem NES. Und bei Zelda habe ich auch den allerersten Zelda gespielt, also The Legend of Zelda für den NES. Und ich habe mir vorgenommen, diese ganzen Spiele in der Reihenfolge zu spielen. Also auch bei Pokémon habe ich jetzt ja extra mit Pokémon Rot angefangen, weil ich ja in der Reihenfolge spielen möchte und nicht einfach irgendwie durcheinander. Aber wenn ihr natürlich Spiele habt, die ich dann sonst spielen kann, wo ihr denkt so, hey, das würde ich mir, das, also ich würde es mir, wenn ihr sagt, okay, dieses Let's Play will ich mir angucken, dann schreibt es in die Kommentare, weil natürlich bringt es mir nichts, wenn man es reinschreibt, aber guckt es niemand so, ne? Deswegen, also wenn ihr es dann auch wirklich gucken würdet, dann schreibt es doch gerne rein. Dann würde ich mich natürlich bemühen, eventuell das Spiel zu spielen. Bei Handyspielen, vor allem die Geld kosten, ist es ein bisschen schwieriger. Das kann ich nicht immer managen. Das geht natürlich klar, aber das ist natürlich alles immer Investitionen, die ich so von meinem eigenen Geld ausgeben muss. Da ich mit YouTube kein Geld verdiene, was auch natürlich logisch ist momentan. Vielleicht irgendwann mal, man weiß es nicht, aber kann alles passieren, aber halt momentan ist das nicht möglich, vor allem weil ich momentan auf meinem PC spare, ist jeder Cent, den ich im Prinzip ausgebe natürlich, längere Zeit, bis ich meinen PC bekomme, so, ne. Natürlich kaufe ich mir jetzt auch erstmal FIFA 20, wenn es rauskommt und sowas, das ist natürlich auch wieder ein bisschen Geld und so, bla bla, das sind aber, ist ja Geld, das ist nicht das Problem, so, ne, aber das kriege ich auch wieder rein in einem Monat, aber das, trotzdem, sie das Handy halt mehr ausgeben muss, natürlich auch immer schade und blöd. Aber ja, auf jeden Fall, das ist das, was ich halt auf jeden Fall sagen wollte dazu.
Gut, was passiert hier noch so? Juckt uns nicht. Das juckt uns auch nicht. Wie weit sind wir eigentlich schon wieder fortgeschritten? Oh, fast wieder durch mit einem Jahr. Ja, so ein Jahr pro Part geht eigentlich immer ganz klar. Das sind halt nicht allzu lange Parts, aber die werden wieder länger, wenn wir halt in der nächsten Staffel sind. Weil dann, wenn man wieder ordentlich spielt, also nicht irgendwie sowas jetzt hier wie macht, wie einfach gar nichts zu tun, dauert das natürlich auch länger so, ne? Aber momentan sieht das noch so aus. Von uns will niemand was, weil wir einfach niemandem irgendwas tun. Juckt alle einfach nicht, was wir machen. Österreich schlägt Ungarn. Bisschen tot. Bis auf den Kopf drauf. Das ist uns auch egal. Das ebenfalls. Und das auch. Würde sagen, das restliche Geld sparen wir noch. Dann können wir am Anfang des nächsten Parts nicht direkt erstmal fett einkaufen gehen wieder. Das ist nicht das Interessanteste jetzt, ne? Ist so, aber das sind ja auch so ein paar, also diese dritte Staffel soll so eine Fun-Staffel sein, wo wir einfach mal ein bisschen experimentieren. Einfach mal gucken, was passiert, wenn man bestimmte Sachen einfach macht. Achso, ich habe vergessen, hier wieder abzustimmen. Zum Beispiel die nächste Staffel, denke ich. Na, nee, ich verrate es noch gar nicht. Ich verrate es noch gar nicht. Wenn ihr eine Idee habt, was eine Fun-Staffel ich bei Staffel 6 machen kann, könnt ihr auch jetzt schon mal reinschreiben. Natürlich dauert das noch ein bisschen, bis das kommt, ne? Aber ich schätze jetzt mal, die kommt, wird in, dann, keine Ahnung, wann wird die kommen? 2 Monaten oder so? Die sechste Staffel? 3 Monate? Ich weiß ja nicht. Je nachdem, was für Let's Plays immer zwischen den Staffeln noch kommen. Wie lang die sind und sowas, ne? Hängt ja davon wirklich ab. Also, das wird schon ein bisschen dauern noch. Aber ich könnte trotzdem gerne mal reinschreiben. Oh, Tschechien und Österreich. Österreich erobert Slowenien. Irland greift Österreich an. Und die Niederlande schlägt ein wenig auf Bosnien ein. Und damit sind wir im nächsten Jahr angekommen. Das heißt, wenn ihr das nächste Jahr sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Wenn ihr Pokémon Rot sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Wenn ihr irgendwelche anderen Let's Plays noch sehen wollt von anderen geilen Spielen, die ihr vielleicht auch selber feiert, lasst ein Abo und ein Like da. Und vor allem, wenn ihr mich mögt und mich unterstützen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. So viel dazu. Ja, ich danke fürs Zusehen. Guckt morgen wieder rein, wenn es heißt Pokémon Rot. Das guckt auch, dass ihr sagt, dass in jedes Mal guckt auf dem Kanal allgemein die Playlists rein. Da sind ganz, ganz viele geile Spiele drin. Da ist Donkey Kong Country, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Evoland, Heretic Gods. Da sind geile, geile Spiele. Guckt da rein. Das ist wirklich gut. Sagt, versucht auch mal aus eurer Komfortzone rauszugehen. Selbst wenn ihr sagt, okay, Donkey Kong finde ich eigentlich scheiße. Ich könnte trotzdem einfach mal den kompletten ersten Part und vielleicht die ersten zwei, drei Parts gucken, weil der erste von dem Spiel ist ja meistens ein bisschen dann anstrengend, weil am Anfang hat man dann noch immer so ein bisschen Tutorial und sowas, aber lasst es euch einfach mal für euch wirken. Das würde mich super freuen. Gut, dann sehen wir uns. Bis dann.